mein Lieben, es gibt ein neues Video heute für euch. Und zwar geht es heute um das Thema Tragen. Ich habe meine Masupi verkauft damals. Es war eine Babytrage. Die habe ich euch auch in einem Video gezeigt. Verlinke ich euch hier oben. Und ja, ich habe sie verkauft, weil ich sie einfach nicht so häufig benutzt habe. Und nun habe ich am Montag ein Riesenschnäppchen gemacht mit einer neuen Ergo-Babytrage. Und ich habe das Tragen am letzten Mittwoch beim Shoppen sehr, sehr vermisst. Ich wollte unbedingt wieder tragen und ich finde es irgendwie total schön. Auch später, wenn ich meine Nichte tragen kann, finde ich es ganz, ganz wunderbar. Und ja, deswegen habe ich meine Ergo-Baby gekauft und ich wollte sie euch einfach mal zeigen. Ja, wie gesagt, war es ein riesengroßes Schnäppchen. Ich habe für die Ergo-Baby, die ihr gleich seht, tada, nur 10 Euro bezahlt und das ist wirklich günstig für eine Ergo-Baby-Trage. Da ist kein Neugeborenen-Einsatz dabei und ich werde sie euch heute auch nur zeigen. Ich werde sie jetzt testen und dann mache ich ein ausführliches Video. Ein Video, was nicht nur für meinen Kanal bestimmt ist, sondern ein Video, was für werdende Mütter bestimmt ist. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und ja, wenn ihr eine Trage kaufen wollt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall dieses Video und das nächste Video anschauen. Dann werde ich euch ein bisschen was darüber erzählen und euch ein bisschen berichten und euch dann ein bisschen beraten können. Ja, es gab ein kleines Problem mit einer anderen Reborn-Mutter, nämlich Little Reborn Nursery. Wie einige wissen, sind wir im Streit. Und einige von meinen Abonnenten haben jetzt bei Instagram, da habe ich die Trage nämlich schon gezeigt, kommentiert, dass ich die Trage nachgekauft habe, weil Little Reborn Nursery anscheinend die gleiche hat. So, ich habe nachgeschaut, ich bin auf Instagram von ihr blockiert. Nur auf YouTube kann ich ihre Videos noch anschauen. Habe ich gemacht, ich habe das besagte Video angeschaut und gesehen, okay, es ist das gleiche Design, aber nicht die gleiche Ergo-Baby. Also, falls ihr wirklich so denkt, ich habe diese Ergo-Baby-Trage nicht wegen ihr gekauft. Ich finde das Design persönlich schlimm. Ich finde es einfach hässlich. So, es ist meine Meinung, es ist einfach hässlich. So, das heißt, ich würde mir doch nicht eine Ergo-Baby-Trage kaufen, genau die gleiche, die ich eigentlich total hässlich finde, für einen relativ hohen Preis. Ich habe diese Ergo-Baby jetzt nur gekauft, trotz des hässlichen Designs, weil sie nur 10 Euro gekostet hat und ich das für eine Ergo-Baby sehr günstig finde und ich die Ergo-Baby auch nur brauche, so zum Spazierengehen oder so. Ich möchte sie halt nicht oft benutzen, deswegen war mir der Zustand der Trage auch egal. Ich wollte einfach nur eine Trage haben. Und ich wusste halt vorher auch nicht, dass sie die gleiche hat oder dass sie überhaupt eine hat. Ich weiß es nicht. Sie hat mir damals, als wir noch befreundet waren, gesagt, sie möchte nie in ihrem Leben tragen. Und weil sie damit nicht zurechtkommt. Und deswegen habe ich gar nicht gewusst, dass sie überhaupt eine Trage hat. Und es ist jetzt echt Zufall, dass wir die gleiche besorgt haben. Sie findet das Design sehr, sehr schön und meinte, dass sie genau deswegen diese Ergo-Baby-Trage gekauft hat, wegen dem Design. Ich eben nicht, weil wie gesagt, finde ich sie halt nicht so schön. Dieses Design jetzt, die Ergo-Baby an sich, finde ich super. Weil es einfach viel schönere Designs gibt. Würde ich ihr jetzt nachkaufen wollen, hätte ich ja direkt dieselbe gekauft, weil das habe ich nicht. Ich habe auch nicht direkt dieselbe. Ich habe einfach nur ein ähnliches Design. Ich würde einfach sagen, wir beenden das Thema hiermit und ich zeige euch erstmal meine Ergo-Baby. Ja, so sieht die ganze aus. Tada! Also das besagte Design ist halt das Graue mit den weißen Sternen. Ich finde es einfach nicht so schön, weil es mir zu neutral ist und zu schnell schmutzig wird und so. Und ich weiß nicht, man hätte das besser lösen können. Ich finde, die Sterne sind einfach so nur dahin gemacht und ja, ich finde es einfach nicht so schön. So, und ich habe sie aber trotzdem. Und einmal darauf zurückzukommen, warum es nicht dieselbe ist. Es hat erstens ein anderes Logo, wie ihr seht. Das andere ist orange. Denn diese Ergo-Baby ist schon etwas älter. Also halt einfach ein älteres Modell. Und ja, ist einfach ein anderes Logo. Und dann ist hier im Sonnenschutz, wenn man das so umdreht, auch noch hier ein Logo drin, was ich auch nicht mehr habe. Und was euch auch noch auffällt, ist, dass der ganze Bereich hier. Entschuldigung übrigens wegen den ganzen Flecken. Ich möchte das hier noch nähen, weil wie ihr seht, ist das hier alles kaputt. Deswegen war sie auch so günstig und mir war es egal, weil ich möchte das hier komplett neu einnähen. Also ein hellblauer Bezug soll das, glaube ich, werden. Oder ein dunkelblauer. Ja, und dann kommt hier ein komplett neuer Bezug rein. Also nicht wundern, warum das hier so dreckig ist. Und zwar ist das Ganze komplett weiß. Und sie hat in ihrer Trage so ein kleines Design drin, so ein paar Sterne und so. Und das habe ich halt nicht.
Weil es halt einfach die alte ist. Also hier seht ihr das so ein bisschen. Hier sind so kleine Spiralen drin. Bei ihr sind halt ganz viele Sterne und so drin. Das habe ich halt nicht. Also es ist halt einfach nicht dieselbe. Man sieht auch den Neugeborenen an, das habe ich auch nicht. Ja, aber wir wollten die jetzt heute einfach mal anprobieren. Also ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie sie funktioniert. Und dann habe ich halt gesagt, ich möchte ein ausführliches Beratungsvideo machen für werdende Eltern. Nicht nur für meinen Kanal, sondern für werdende Eltern. Ich möchte diese Ergo-Baby an meiner Nichte ausprobieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, sie mit einem echten Baby zu testen. Und ja, dieses Gefühl von einem echten Baby in dieser Trage zu haben. Das heißt, ich möchte mit diesem Video, mit einem anderen Video, echte werdenden Müttern und Vätern helfen. So, jetzt würde ich aber erstmal sagen, wir probieren sie einmal aus. Einmal zum Verständnis. Das hier sind die Schultergurte. Genau, die kommen hier um die Schultern. Davon haben wir natürlich zwei Stück. Und hier unten ist der Beckengurt, das große hier. Das hat hier so einen riesengroßen Clip. Das kann man halt so festmachen. Und ja, hier kommt dann nachher das Baby rein. Und sitzt dann hier unten so. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. So, also wir haben hier diese Ergo-Baby-Trage und wie gesagt, fangen wir mit dem Beckengurt an. Das Kind ist noch nicht hier drinne. Ich hole nachher ein Baby, wenn wir soweit sind. So, also wir schlagen die so um. Die Ergo-Baby, seht ihr das? Also so schlagen wir sie einmal um. Und dann machen wir den Beckengurt so einmal um unsere Hüfte rum. Machen ihn hier hinten fest. So. Dann können wir ihn hier noch variabel einstellen. Also ihr könnt hier Draht ziehen und das alles einstellen. Und dann gibt es auch noch ein paar Sicherungen. Die könnt ihr auch noch ranmachen. Zum Beispiel sind hier überall so kleine Ringe. Seht ihr das? Die kann man halt überall festmachen, damit es nicht mehr runterrutscht und so. Auch sehr praktisch, finde ich. Auch, dass das Band hier nachher nicht so rum flattert, sondern dann kann man das mit dem Gurt, kann man das hier so rum festmachen, wie so ein Gürtel, wisst ihr? Hängt das hier so. Und ja, dann sieht das Ganze so aus. Wenn ihr das festgezogen habt, sieht das Ganze so aus. Also das Motiv müsst ihr jetzt nach außen gucken. Seht ihr das hier? So. Und dann habt ihr hier die Trage. Also hier seht ihr dieses Weiße. Und hier wird dann das Baby reingesetzt. So, Lennox ist immer noch nicht groß genug dafür, aber es geht. Also das Kind setzt ihr dann hier rauf. So, und dann zieht ihr das hier unten hoch. So. Und müsst halt dafür sorgen, dass die Beine hier halt seitlich so rausgucken. Beiden Seiten so. Ihr seht schon, dass Lennox die ungefähre passende Größe hat, um ihn ohne Neugeborenen zu benutzen. Und hier ist dann auch die perfekte Anhalt-Spreizhaltung gleich, wenn wir das alles ordentlich machen. So, und dann ziehen wir unsere Arme durch die Schultergurte durch. So, und das auch auf der anderen Seite. So, und dann ist das Baby schon mal in der Trage. Jetzt können wir die Arme noch rausholen. Sonst drücken die ein bisschen. So, und dann könnt ihr das hier auch wieder variabel einstellen. Also die Schultergurte, ihr könnt sie so lösen. Und dann auch einstellen, wie ihr sie braucht. Absolut kein Problem. Das ist alles variabel einstellbar. Und hinten habt ihr dann noch den Brustgurt. Der ist sehr schwer allein zu erreichen. So, und dann könnt ihr am Ende diese Gurte noch alle ordentlich machen, sodass wirklich alles bequem ist. Alles, was euch irgendwie stört, beseitigen. So sieht das Ganze denn von hinten aus und so von vorne. Die Arme können wir entweder hier rüber so rausholen oder halt hier unterlassen. Aber die meisten Kinder, glaube ich, mögen ein bisschen mehr Freiheit und dann können die Arme hier so raus. So, dann geht ihr mit einer Hand seitlich so, also hier so rein hinter euer Kind und zieht hier oben, also ihr zieht hier oben. Und dann drückt ihr euer Kind so ein bisschen runter, einfach damit es hier hinten mit dem Popo ordentlich drin ist. Also es muss hier unten mit dem Popo ordentlich drin sein. Und dann ist die richtige Anhock-Spreizhaltung gewährleistet. So. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich muss es noch ein bisschen nachrichten hier. Ist noch ein bisschen zu locker. Aber ihr seht, ich bin sehr, sehr zierlich und hier ist immer noch Platz. Also auch wenn ihr sehr, sehr dünn seid,
ist es kein Problem. Und auch wenn ihr ein bisschen praller seid, so wie Leute nach der Geburt vielleicht, haben wir hier ein ganz, ganz langes Stück, was ihr verwenden könnt. Also es ist wirklich für alle Größen geeignet. Und perfekt. So, dann haben wir hier noch dieses Polster, dieses Schutz für den Kopf, falls er noch nicht selber gehalten werden kann. Das können wir einfach hier so rüber machen. Und dann haben wir hier hinten ganz, so ganz kleine Knöpfe. Seht ihr das? Und dann können wir das dann auch einfach ran machen. So. Könnt ihr auch alles einstellen. Das sind verschiedene Sachen. Meine Katze ist hier schon wieder. So, also hier habt ihr verschiedene Reihenfolgen. Könnt ihr auch nur eine Seite ran machen. Wie ihr das halt mögt. Ich finde es auch sehr gut als Sonnenschutz. Denn falls die Sonne sehr, sehr stark scheint, scheint hier auch keine Sonne rein. Dann finde ich auch sehr gut. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir noch eine Tasche. Kann man hier öffnen. Kann man alles Mögliche rein tun, Schnuller oder sonstiges. Und hier oben haben wir auch noch eine Tasche. Geht hier so. Da könnt ihr zum Beispiel das Sonnenschutz reintun, wenn ihr es nicht braucht. Ich nenne es immer Sonnenschutz, aber es ist eigentlich für den Kopf. Also könnt ihr es so ein bisschen zusammenrollen. Und dann hier reintun. Das macht ErgoBaby persönlich auch immer. Bei den ganzen Fotos zum Beispiel könnt ihr das sehen. Sie das immer hier so reintun. So. Könnt ihr auch noch so ein bisschen auffächern, dann ist ein bisschen Nackenstütze gewährleistet. Aber halt nicht komplett. So. So sieht das Ganze aus. Mit Baby an mir. Also ich finde wirklich, Lennox ist ein sehr schweres Baby. Er wiegt über 3 Kilo. Und ich finde, das ist wirklich sehr gut gemacht, weil ich merke von seinem Gewicht gar nichts. Dadurch, dass der Beckengurt so breit ist, wird vieles auf den Beckengurt verlagert. Und eure Hüfte kann viel mehr tragen als eure Schultern. Das heißt, ihr könnt auch Kinder mit 3 Jahren oder 4 Jahren tragen. Da drin ist absolut kein Problem. Ich sehe Mütter, die tragen ihre Kinder auf dem Rücken, bis sie 4 Jahre alt sind und schon über 15 Kilo oder so wiegen mit dieser Ergo-Baby-Trage. Also absolut kein Problem. Dadurch halt einfach, dass durch die breiten Schulterpolster und der breite Beckengurt einfach alles auf die Hüfte gelagert wird. Also nicht alles, sondern vieles. Und deswegen kann man die relativ lange benutzen, diese Trage. Finde ich super, weil sie auch für das Kind super einstellbar ist. Ihr könnt hier das einstellen für das Kind, dass es hier breiter wird und... Ist einfach wirklich eine sehr gute Trage, finde ich. Aber es kommt halt noch ein ausführliches Video zu dem ganzen Benutzen und wie ich das so finde bei einem echten Kind zum Beispiel. Und ja. Natürlich könnt ihr die Trage auch auf dem Rücken machen oder seitlich. Seitlich auf der Schulter kann das Kind auch sitzen. Aber das zeige ich euch alles in diesem großen Video. Ja, und dann hoffe ich euch, hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch bei dem nächsten Video dabei.